scharfe Kritik am zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump hat ein deutscher Theologe aus Berlin geübt. Der ehemalige Minister im Bundesland Brandenburg, Pfarrer Steffen Reiche, schreibt anlässlich der Amtseinführung Trumps in einem Beitrag für IDEA: Trump ist für mich wie Putin und Erdogan eine Gestalt des Antichristen, weil er das Heilswerk Christi behindert, weil er den Fortschritt unmöglich machen will. Nach Einschätzung von Reiche haben im US-Wahlkampf Gott und Jesus eine so geringe Rolle gespielt wie seit Jahrzehnten nicht. Dennoch trugen Christen laut Reiche wesentlich zu Trumps Erfolg bei. Es mag angehen, wenn Christen konservativ wählen, denn sie wollen Gottes Erde bewahren. Wie das mit jemand gehen soll, der den Klimawandel leugnet, ist mir aber völlig unklar. Im Irak hat ein junger Muslim seine Solidarität mit Christen zum Ausdruck gebracht. Mitten in einer von der Terrororganisation Islamischer Staat zerstörten Kirche in der Stadt Mosul fertigte er aus zwei Metallstangen ein Kreuz. Wie der Leiter der US-Wohltätigkeitsorganisation Preemptive Love Coalition, zu Deutsch Präventive Koalition der Liebe, Jeremy Courtney sagte, wollte der junge Muslim mit seiner Aktion den Christen zeigen: Wir stehen an eurer Seite, das Kreuz gehört in unser Land. Seit dem Beginn der IS-Gräueltaten wurden hunderte Kirchen im Irak und Syrien zerstört. Lebten 2003 im Irak noch 1,5 Millionen Christen, so sind es gegenwärtig schätzungsweise nur noch rund 200.000. Am 14. Januar ist die Deutschlandtour des Luther-Pop-Oratoriums in Hannover gestartet. Ein Chor aus rund 1300 Sängerinnen und Sängern, ein Symphonieorchester und zahlreiche Musicaldarsteller brachten ein mitreißendes Stück über den deutschen Reformator Martin Luther auf die Bühne. Luther hat nicht nur tolle Sachen in seinem Leben gemacht, aber er hat dieser Welt sehr viel hinterlassen. Die Welt war nach ihm nicht mehr die gleiche wie zuvor. Und zudem hat er ganz tolle Songs der Nachwelt hinterlassen. Und einige davon habe ich auch hier verarbeitet. Das Projekt der 1000 Stimmen beeindruckte bereits am ersten Aufführungstag über 6000 Besucher in der Hannoveraner TUI Arena. Und der Funke der Begeisterung sprang genauso auf die Darsteller über. Es kommt eine unglaublich große Energie von diesem Chor rüber, der auf einen überschwappt und auch der sich aufs Publikum überträgt. Und das macht das Ganze zu etwas ganz Besonderem und auch etwas Schönem, das man mit nach Hause nimmt, denke ich. Das Pop-Oratorium wurde bereits am Reformationstag 2016 in Dortmund uraufgeführt. Bis Oktober gastiert es zum diesjährigen Reformationsjubiläum in weiteren 11 deutschen Städten. Rund 20.000 Musikbegeisterte aus den jeweiligen Regionen werden daran mitwirken.